Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und in dieser Episode geht eure kleine Weltreise mit dem gelben Blitz in die nächste Runde. Passende Wünsche dafür habe ich auch bekommen. Zum einen von der 8-jährigen Lotte, die sich eine Traumreise mit Koalas wünscht. Genauso wie Luisa und das namenlose Kind aus der Schweiz. Auch Enya möchte von Koalas träumen, aber auch von Kängurus. Na, ahnt ihr schon, wo es hingeht? Die 7-jährige Noah Marie hat ein weiteres Land bestimmt, indem sie sich eine Traumreise mit ihrem Lieblingstier, dem Panda, gewünscht hat. Liebe Lotte, liebe Luisa, liebes namenloses Kind aus der Schweiz, liebe Enya und liebe Noah Marie. Es war mir eine Freude für euch, erneut den gelben Blitz starten zu lassen. Und ich hoffe sehr, der Flug wird ein wunderschöner, sowohl für euch als auch für alle anderen Weltreisekids. Ganz viel Freude dabei. Eure Kati. Hallo du, ich freue mich, dass du da bist und mit mir auf eine kleine Weltreise gehen möchtest. Bist du schon gespannt, welche Länder wir dieses Mal gemeinsam entdecken werden? Dann schau gleich mal nach, ob du alles hast, was du brauchst. Welches Kuscheltier soll dich auf deiner Reise begleiten? Brauchst du sonst noch etwas? Hol es dir schnell. Alles bereit zum Starten? Super! Dann, bevor du dich hinlegst, schüttel noch einmal deinen ganzen Körper durch. Alles darf wackeln und kräftig gelockert werden. Arme, Hände, Beine, Füße, Popo und der Kopf. Hast du alles durchgeschüttelt? Okay, dann darfst du es dir jetzt so richtig bequem machen in deinem Bett. Suche dir die beste Liegeposition für dich aus und werde dann ganz still. Schließe deine Augen und stelle dir vor, ein gelbes Papierflugzeug liegt vor dir auf dem Tisch. Atme tief durch die Nase ein und dann ganz lang und langsam durch den Mund wieder aus. Und während du ausatmest, pustest du das Flugzeug hoch in die Luft. Atme noch einmal durch die Nase ein und lang und langsam aus durch den Mund in Richtung des Papierflugzeugs und sieh zu, wie es höher und höher fliegt. Und noch einmal durch die Nase einatmen und lang und langsam aus durch den Mund. Jetzt ist das gelbe Flugzeug nur noch ein winziger Punkt in der Ferne, der nach und nach ganz verschwindet. Lasse deinen Atem jetzt wieder fließen, wie er fließen möchte. Und fühle, wie du immer ruhiger und ruhiger wirst. Und jetzt sitzt du im Cockpit eines kleinen Flugzeugs. Und dein absoluter Lieblingsmensch sitzt genau neben dir. Das Flugzeug ist knallgelb und hat etwas von einem Blitz. Sicher ist es auch genauso schnell wie einer. Durch die Scheibe erkennst du das Meer,
dessen Wellen groß und wild in eure Richtung tanzen. Und während du deinen Blick über die Knöpfe, Hebel, blinkenden Lichter und Monitore wandern lässt, startet der gelbe Blitz seine Motoren. Schnell schnallst du dich an. Und da geht es auch schon los. Das Flugzeug wird schneller und schneller. Und dann hebt es ab in die Lüfte. Innerhalb von wenigen Sekunden fliegt ihr am Himmel zwischen den Wolken. Aber nur ganz kurz, denn dann sinkt das Flugzeug wieder. Und du siehst die Landschaft unter euch näher kommen. Dein Lieblingsmensch deutet auf einen kleinen pinken Punkt unter euch. Oh wow, was ist denn das? Als ob der gelbe Blitz deine Frage verstanden hätte, blinken in diesem Moment Worte auf dem Monitor auf. Pinker Salzsee, Lake Hillier, Middle Island, Australien. Oh, ihr seid über einer australischen Insel. Aber ein pinker See? Kann das denn stimmen? Aber ja, ihr seid jetzt so tief unten, dass du ihn mit deinen eigenen Augen sehen kannst. Ein großer, knallpinker See, umsäumt vom Grün der Bäume. Sieht das spektakulär aus. Aber wie geht denn das? Fragst du deinen Lieblingsmenschen. Doch der lächelt nur und deutet stumm auf seine Ohren. Und plötzlich erklingt eine Stimme im Cockpit des gelben Blitzes. Wow! Forscher vermuten, dass die pinke Farbe des 600 Meter langen Salzsees durch ein Zusammenspiel von Bakterien, Algen und Salz zustande kommt. Es gibt noch einige andere dieser Seen auf der Welt. Einmalig an diesem hier in Australien ist jedoch, dass er seine pinke Wasserfärbung dauerhaft zeigt. Die pinke Farbe des Salzsees leuchtet kräftig zu euch hoch, während ihr staunend darüber hinwegfliegt. Dann geht es weiter über das Blau des Meeres, bis ihr nach kurzer Zeit eine weitere Insel entdeckt. Der Monitor im gelben Blitz blinkt auf. Kangaroo Island, Australien. Was? Kängurus? Oh, wie aufregend! Das Flugzeug startet seinen Landeanflug auf die Insel. Und setzt dann sanft auf einer weiten, offenen Fläche auf. Und tatsächlich, dort hinten hüpfen schon die ersten Kängurus vor euch weg. Oh je, hoffentlich hat der gelbe Blitz sie nicht zu sehr erschreckt. Sind die aber schnell mit ihren langen, kräftigen Beinen. Ihr langer Schwanz hüpft auf und ab, während die hübschen Tiere eilig davonspringen. Oh, schau mal!
Das eine trägt ein Baby in seinem Beutel. Da, das kleine Köpfchen ist deutlich zu sehen. Wie niedlich. Als die Kängurus in der Ferne verschwunden sind, beeilt ihr euch, aus dem Flugzeug zu kommen. Draußen werdet ihr schon erwartet. Ein freundlich lächelnder Mann gibt euch die Hand und stellt sich vor als Mick. Er wird euch Kangaroo Island zeigen. In seinem Jeep geht es zuerst in Richtung Küste, sagt er, während er euch die Türen aufhält. Über sanfte Hügel geht es auf direktem Weg zur langen Küstenlinie. Schließlich haltet ihr auf einem großen Parkplatz und steigt gemeinsam aus. Mick führt euch über Holzstege zur Küste. Große Wellen tosen über die Felsen. Ein wunderbares Schauspiel. Doch dann entdeckt ihr noch etwas viel Aufregenderes. Seerobben. Träge liegen sie auf den Felsen in der Sonne und schlafen. Mick erklärt euch, dass das neuseeländische Pelzrobben sind. Sie sind gut an ihrer spitzen Schnauze, den langen Barthaaren und ihren kleinen Ohren am Kopf zu erkennen. Nachdem ihr die tollen Tiere eine Weile beobachtet habt, bringt euch Mick zurück zum Jeep. Weiter geht es in den Westen der Insel. Hier liegt der Flinders Chase National Park, erzählt euch euer Begleiter. Ihr haltet am Rand eines dichten Waldes, in den euch Mick anschließend hineinführt. Nur wenige Schritte weiter zeigt euer Führer nach oben ins Geäst eines Baumes. Ihr folgt seinem Blick. Und, oh wie niedlich, ein Koalabär! Verschlafen schaut der Kleine zu euch herunter. Dann hebt er gemächlich sein dünnes Ärmchen, um sich mit seinen langen, dicken Krallen fest an den Eukalyptusbaum zu klammern, auf dessen Ast er sich bequem gemacht hat. Sein silbergraues Fell glänzt seidig weich. Und am liebsten würdet ihr den süßen kleinen Koala an euch kuscheln. Allerdings sitzt er hoch im Baum und Mick erinnert euch zwinkernd, dass der Kleine nun mal ein Wildtier ist und kein Kuscheltier. Übrigens ist der Koala gar kein Bär, erklärt euch Mick weiter. Er gehört zu den Beuteltieren. Habt ihr das gewusst?
Die meiste Zeit des Tages schläft der kleine Kerl. Bis zu 22 Stunden lang. Nur nachts wird er kurz wach und futtert Eukalyptusblätter und Rinde. Ihr schmachtet den kleinen Kerl noch eine ganze Weile an. Bis euch plötzlich ein lautes Getöse in die Ohren dringt. Mick erklärt euch, dass das Flötenvögel sind. Die schwarz-weißen Vögel kommen hier recht häufig vor. Die machen ja Geräusche. Dein Lieblingsmensch grinst dich an, während ihr den Flötenvögeln lauscht und versucht, sie in den Bäumen auszumachen. Nur wenige Schritte weiter entdeckt ihr den nächsten Inselbewohner im Baum. Den seltenen Känguru Island Braunkopfkakadu, von dem es nur noch rund 300 Exemplare gibt, erzählt euch Mick. Der schwarzbraune Vogel mit den gelben Federn an Kopf und Hals hält gerade einen kleinen Zapfen in der Kralle, an dem er genüsslich herumpickt. Ihr beobachtet den Kakadu lächelnd, bis Mick euch zurück zum Jeep führt. Es geht zurück durch die hügelige Landschaft von Kangaroo Island zum gelben Blitz. Das Flugzeug wird gerade von zwei neugierigen Wallabies in Augenschein genommen, als ihr darauf zusteuert. Als sie jedoch Mick's Jeep wahrnehmen, hüpfen die kleinen Verwandten des Kängurus schnell davon. Lachend steigt ihr aus dem Jeep und schaut ihnen hinterher. Dann verabschiedet ihr euch von eurem Führer Mick und bedankt euch herzlich für die interessante Tour durch die Tierwelt von Kangaroo Island. Zurück im Cockpit des gelben Blitzes schnallt ihr euch geschwind an und wartet gespannt, wo es wohl jetzt hingehen wird. Das Flugzeug startet seine Motoren. Beschleunigt und hebt ab in die Lüfte. Ihr fliegt durch eine dichte, flauschige Wolkendecke hindurch. Nachdem ihr sie durchquert habt, erwartet euch ein heller, babyblauer Himmel und strahlender Sonnenschein. Genüsslich schließt ihr die Augen und lasst die warmen Strahlen durch die Fenster auf eure Gesichter scheinen. Schließlich verliert der gelbe Blitz an Höhe und arbeitet sich erneut durch die Wolken hindurch. In
In gewohnt schnellem Tempo sinkt das Flugzeug tiefer. Die Fahrtflecken unter euch verwandeln sich in konkrete Formen. Und bald schon erkennt ihr deutlich, worauf ihr zusteuert. Es ist eine lange Mauer, die unter euch liegt. Sie ist so lang, dass ihr ihren Anfang und das Ende unmöglich ausmachen könnt. Die Mauer zieht sich über Bergpässe, Täler und durch Wüsten. Du meine Güte, wie geht denn das? Der Monitor im Cockpit blinkt auf. Es erscheinen die Worte chinesische Mauer, China. Wow! Ihr seid von Australien nach Asien geflogen und befindet euch nun direkt über China. Du betrachtest die chinesische Mauer ausgiebig und fragst dich, wie es kommt, dass sie so lang ist. Und erneut scheint der gelbe Blitz Antwort zu wissen. Eine Stimme erklingt im Cockpit. Die chinesische Mauer gilt als das größte Bauwerk der Welt. Der erste chinesische Kaiser ließ sie ab 220 vor Christi errichten, um China vor Angriffen aus dem Norden zu schützen. Die Mauer ist über 21.000 Kilometer lang und besteht aus Stein, Ziegeln, Lehm, Holz und anderen Materialien. 1987 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Der gelbe Blitz fliegt so dicht über der Mauer entlang, dass ihr ihre gewaltigen Ausmaße gut erkennen könnt. Beeindruckt betrachtet ihr die hellen Steine, während das Flugzeug fliegt und fliegt, aber die Mauer nicht enden will. So erkennt ihr mit euren eigenen Augen, weshalb die chinesische Mauer als größtes Bauwerk der Welt gilt. Dann dreht der gelbe Blitz schließlich ab und fliegt stattdessen auf große, bewaldete Berge zu. Mittendrin setzt das Flugzeug zur Landung an. Oh oh, ihr müsst schlucken. Aber kein Grund zur Sorge. Der gelbe Blitz landet gewohnt sanft auf dem Boden. Auf dem Bildschirm im Cockpit blinken die Worte Xinling-Gebirge, China. Ihr macht euch daran, das Flugzeug zu verlassen. Draußen wartet ein breit grinsender Mann auf euch. Der Chinese stellt sich als Mr. Feng vor und erzählt, dass er mit euch auf die Suche nach Chinas bekanntestem Tier gehen wird. Fragend schaust du deinen Lieblingsmenschen an. Aber nur wenige Sekunden später macht es zeitgleich Klick in euren Köpfen. Natürlich! Der Panda-Bär ist Chinas berühmtestes Tier. Ihr geht auf Pandasuche. Wie toll!
Mr. Feng lacht und gibt euch recht. Von Beruf ist der Chinese nämlich Spurensucher. Es gibt also kaum eine bessere Begleitung, wenn ihr einen Panda-Bär in der Wildnis entdecken möchtet. Los geht's! Ihr lauft direkt in den dichten Wald der Qinling-Berge. Mr. Feng führt euch schmale Pfade entlang, seine Nase suchend nach unten. Schon nach wenigen Metern macht er die erste Entdeckung. Drei grüne Eier. Gelegt hat sie ein großer Panda, sagt euch Mr. Feng. Wie jetzt? Verdutzt blickt ihr euch an. Pandas legen Eier? Quatsch, sagt euch Mr. Feng. Das sind natürlich keine Eier, sondern der Kot der hübschen Bären. Deutlich könnt ihr die Überreste von Bambusblättern darin erkennen. Du schnupperst vorsichtig in Richtung Boden. Aber die drei Kotbollen sind völlig geruchlos. Zum Glück. Das ist ja ein Ding. Panda-Kaki stinkt nicht. Hast du das gewusst? Ihr zwei müsst kräftig lachen, als ihr mit Mr. Feng weiter auf Spurensuche geht. Der Kot des Panda-Bärs ist ein gutes Zeichen, sagt euch euer Führer. Denn das bedeutet, dass der Bär ganz in der Nähe ist. Bei diesen Worten werdet ihr zwei Mucksmäuschen still und betrachtet aufgeregt suchend eure Umgebung. Und ihr findet noch weitere Spuren des Panda-Bärs. Zuerst zeigt euch Mr. Feng frische Tatzenabdrücke im Boden. Und schließlich noch abgebissene Bambusstängel, die bestimmt von einem Panda hinterlassen worden sind. Dann steht ihr am Rand einer Lichtung und Mr. Feng legt den Finger auf den Mund. Gespannt haltet ihr die Luft an. Und dann ist es soweit. Keine 5 Meter von euch entfernt tritt der mollige schwarz-weiße Panda-Bär aus dem hohen Bambus heraus. Zwar würdigt er euch keines Blickes, doch sein Anblick ist atemberaubend. Was für ein schönes Tier! Beine, Arme, Brust sowie Augen und Ohren sind schwarz. Der Rest des Körpers ist weiß. Er sieht so unglaublich kuschelig aus, dass dir fast die Tränen kommen vor Rührung. Ganz gemütlich watschelt der Panda über die freie Fläche der Lichtung.
steht dann einen Moment lang unentschlossen am Rand. Und schlüpft schließlich durch den Bambusvorhang auf der anderen Seite. Weg ist er. Aber der Eindruck, den er bei euch beiden hinterlassen hat, bleibt. Glücklich lacht ihr zwei euch an. Mr. Feng zwinkert. Dann sagt er euch, dass es schon anfängt, dunkel zu werden. Deshalb bringt er euch schnell zurück zum Flugzeug. Nachdem ihr euch bei Mr. Feng für die tolle Pandasuche bedankt habt, verabschiedet ihr euch und geht ins Cockpit des gelben Blitzers. Die Pilotensitze des Flugzeugs haben sich bereits in zwei breite, bequeme Betten verwandelt. Oh, toll! Denn du merkst schon eine ganze Weile, wie müde du bist von eurer kleinen Weltreise. Also legst du dich direkt in eins der Betten. Über euch kannst du durch die Cockpitscheibe in den Himmel schauen. Es ist bereits dunkel geworden und die Sterne stehen strahlend am chinesischen Himmel. Ihr lasst euch in die Kissen fallen und wünscht euch eine gute Nacht. Du hast die Worte kaum ausgesprochen, als dir auch schon die Augen zufallen. War das ein wundervoller Tag mit dem gelben Blitz? Was du alles gesehen hast? Du lässt die Müdigkeit durch deinen ganzen Körper fluten. Tu das gut. Du wirst ruhiger und ruhiger. Leicht. Lass dich einfach treiben. Immer weiter und weiter. Ins wunderschöne Land der Weltreiseträume.